Ja, das ist nichts aus Star Wars, sondern es ist tatsächlich eine Sat-Anlage. Das Coole ist, dass man die überall hinstellen kann, wo man will. Ihr kennt das ja. Man will einen Startplatz haben, ja. Und dann fährt man die Sat-Antenne raus, dann geht sie nicht. Genau, also das Schöne bei der MaxView VOCube, es ist eine automatische Anlage, die aber trotzdem mobil ist. Ja, das ist ziemlich cool. Sie ist wirklich winzig. Du kannst sie ja gleich mal in die Hand nehmen, sei mal so lieb. Da ist innen drin tatsächlich eine Parabolantenne drin, die sich vollautomatisch ausrüstet. Aber das ist alles, kostet 1000 Euro und hat nur ein Kabel, gell? Genau. Und das Ganze dann einfach zum Wohnwagen führen und sie macht alles dann automatisch. Vollautomatisch. Kann sie hinstellen. Sag mal, Diebstahl? Die hat tatsächlich auch eine Sicherheitseinrichtung mit drin. Das heißt, sollte die geklaut werden, piept es drin im Wohnwagen. Ja, dann ist aber wahrscheinlich zu spät. Mal gucken. Jo, aber jetzt muss man sagen, auf dem Campingplatz wird nicht so viel geklaut. Das ist so. Und ja, ich habe sogar noch einen Ausgang mit dabei. Was kann der? Da können wir theoretisch sogar noch den zweiten Fernseher mit anschließen. Ja, für draußen. Also wenn ich jetzt da dran bin. Ja, das ist alles. So, stell sie mal kurz hin. Ich zeige mal ganz kurz das Werbeposter mit dabei. Ihr habt die schon länger? Genau, VOCube haben wir schon länger hier stehen. Zeigen sie gerne. Und sie ist halt auch sehr leicht und handlich. Ne? Ja, das heißt, also ich kann ganz unkompliziert, wenn ich jetzt nicht der mega große Fernsehgucker bin, das ist jetzt so, oder ich habe mehrere Fahrzeuge zum Beispiel, oder ich stehe wirklich in einem Platz, weil der Baum über mir kann ja schon komplett den Empfang zerstören. Genau, Bäume, Wände, alles, was mir den Empfang behindert. Da gehe ich einfach ein paar Meter weiter, stelle sie wieder hin und alles ist gut. Ihr verkauft ein paar Stück davon? Ja, etliche. Etliche. Ja. Was ist so die Reaktion? Kann ich die auch festmontieren auf dem Dach, wenn ich will? Genau, es gibt ein System, wo ich sie reinklicken kann. Dann kann ich sie fest auf dem Dach montieren und mitnehmen. Und auch wegnehmen. Und auch wieder wegnehmen und entsprechend dann frei positionieren. Gut, die erhöht jetzt ganz leicht, ich sag jetzt mal die Größe. Aber wenn du sie mal gerade mitnimmst, sei mal so lieb. Wir gehen mal ganz kurz hier vorne zu einer Truma-Klimaanlage, dass man den Vergleich auch mal sieht. Die baut ja auch ein bisschen auf. Also wegen der Höhenerhöhung, das sollte man natürlich wissen. Aber im Vergleich zur Truma, das macht nicht mehr viel aus, oder? So, das ist ungefähr die Höhe, also ein Ticken höher wie jetzt eine Truma, die oben drauf ist. Denn das sieht man ja oft nicht, ja, was da oben drauf ist. Und dann habe ich meine vollautomatische Sat-Anlage ohne groß viel Gedöns. Und ich kann sie mitnehmen von einem Fahrzeug zum anderen ohne viel Aufwand. Genau. Und das Ganze, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, so bei knapp 3,5 Kilo. Also die wiegt wirklich fast nichts. So, ich gehe nochmal kurz hin. Techniendaten können wir dann einblenden. Die funktioniert mit jedem Sat-Receiver, den ich habe. Genau, es wird noch ein Steuermodul mitgeliefert und kann dann entweder direkt am Fernseher mit Triple Tuner zum Beispiel angeschlossen werden oder am Sat-Receiver. So, das ist dabei, das Innenteil. Braucht man das? Das ist dabei, genau, und wird dann entsprechend am Fahrzeug dann montiert. Achso, das liefert dann die Spannung wahrscheinlich über das Kabel und so weiter. Das ist jetzt hier sieht man so Anwendungsbeispiele, die dabei sind. Das heißt, ich kann sie auf den Rasen stellen, ich kann sie aufs Dach drauf machen. Also eine tolle Lösung und innen drin sieht man jetzt mal so ein bisschen, da ist eine kleine Parabolantenne, die geht aber nicht nur mit Astra, oder? Nee, genau, da können verschiedene Satelliten mit angesteuert werden. Nur darauf achten, dass man ungefähr in die südliche Richtung hält und dann macht er den Rest automatisch. Okay, das heißt, es gibt also eine Position, wo sie keinen Empfang hat. Genau, also die strahlt sozusagen winklig ab und bewegt sich automatisch in diesem Sender, sodass man die Spitze ungefähr in Richtung Süden hält. Das alles? Das ist alles. Okay, das heißt, also es gibt dann immer noch, während der Fahrt geht es ja nicht, oder? Nee, korrekt. Okay, verstanden. Das heißt, ich habe einen Griff mit dabei. Ja, wenn sie mal kaputt ist, habe ich den Griff. Das war ein Scherz. So, hier sind Technedaten. 1.158 Euro. Das wäre dann mit dem Halter? Genau, das wäre inklusive des Quick-Halters. So, und der Grundpreis, also ein Tastendruck genügt. Und die ViewCube, wie heißt sie? VU-Cube. VU-Cube Auto 2 richtet ihren 35 cm gerne in den Spiegel. Langt das denn 35 cm Spiegel? Ja, tatsächlich. Ne? Also wenn ich jetzt in den äußersten Gebieten, zum Beispiel Skandinaviens, unterwegs bin, dann werde ich wahrscheinlich keinen Empfang bekommen. Aber in unseren üblichen Regionen Mitteleuropas habe ich da überhaupt kein Problem. Ich muss dazu sagen, das Rauschmaß der Empfänger im Laufe der Jahre, die sind immer empfindlicher geworden. Schüsseln können immer kleiner werden. Jetzt mal eine Frage, jetzt sieht das einer und hat einen Balkon in südlicher Richtung zu Hause. Könnte ich die auch mitnehmen, auf den Balkon stellen, habe meine Sat-Anlage, ginge auch, oder? Theoretisch. Könnten wir auch das realisieren. Ja. Brauche ich nur einen 12-Volt-Adapter, nehme ich an. Genau, korrekt. Super. Ja, wenn ich hier haben möchte, wir sind tatsächlich in Osterröhnfeld. Das ist zwischen Flensburg
und Hamburg. Und viele werden sich jetzt fragen, ja, was macht denn das Saarland hier? Ihr seid einer der größten Wohnwagen- und Wohnmobilhändler Deutschlands, wenn nicht Europas. Habt eine ganz riesengroße Halle und habt die vollgestellt mit 6 Marken, auf die ihr schwört. Und habt auch sehr viel Zubehör. 90 Leute arbeiten hier. Ihr habt natürlich auch ein Boomjahr 2020 mitgemacht. Das wollte ich aber trotzdem mal zeigen, weil ich sag mal, viele kennen das ja, kann man auch im Internet bestellen. Das Coole ist, was spricht denn Fachhandel? Man hat hier tatsächlich die persönliche Beratung. Man kann auf Wünsche, Fragen eingehen und hat auch, wenn man mal ein Problem hat, tatsächlich seinen persönlichen Berater immer vor Ort. Ja, das Schöne ist ja mit der Halterung, wenn ich jetzt so nicht der Handwerker bin, so wie ich, ich sag mal, ich würde mir das Ding nicht aufs Dach schrauben, weil einfach aufs Dach schrauben, damit ist es nicht getan, es muss abgedichtet werden. Genau, also wenn ich dann noch entsprechend das Kabel reinlegen möchte, dann brauche ich ja noch zusätzliche Steckdosen oder muss nochmal Löcher machen und der Fachhändler sorgt dann dafür, dass zum Beispiel auch Dichtigkeitsgarantien dann nicht eingeschränkt werden dadurch. Okay, das heißt, ich verliere nicht die Garantie dann, habe das dann mit drin, es funktioniert dann auch, wenn ich denn will. Also das ist schon eine Lösung, die sehr interessant ist. Das mit dem Rausnehmen, machen das Leute schon mal, dass sie die am Dach haben und dann, wenn keinen Empfang haben, nehmen sie die runter? Tatsächlich kommt das vor, allerdings wird sie häufiger tatsächlich schon im Stauraum mitgeführt. Das empfinden sie ziemlich cool auf dem Dach. Das sieht so ein bisschen aus. Hier kommt die Polizei mit dem Überwachungsring. Wenn sie gerade mal umdrehst, gerade mal die Unterseite, könnt ihr mal sehen. Ah, das ist kein Lüfter, das ist einfach nur, okay, das ist zur Versteifung, hat man dann solche Sachen damit reingemacht. Ja, ich bin ganz begeistert. Max Hue, ist das deutsch? Das ist von... Jetzt habe ich ihn einmal. Ja. Jetzt steht man auf dem Schlauch. Wir gucken nach. Ja. So. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind bei Spann an. Und drehen im Januar 2021 und wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch mal her. Du hast Stellplätze, weil die Leute verbringen oft 2 Tage hier, oder? Genau, also wir haben 3 Reisemobilstellplätze und einen Campingplatz mit im Portfolio. Das heißt, wer uns besuchen kommt, kann auch hier gleich mit übernachten. Ja, ihr habt sogar eine Kinderbetreuung. Nee, habt ihr nicht. Aber ihr habt einen kleinen Kinderspielplatz hier. Du hast selber 3 Kinder, viele Hunde. Ihr habt sogar eine Hundeauto-Vermietung. Das heißt, ihr vermietet Wohnmobile, habt mehrere Wohnmobile, 10 Stück, die hundetauglich sind. Genau. Ne? Also durch unseren eigenen Hund sind wir natürlich auch auf den Hund gekommen und bieten unseren Kunden, die es einfach nur mal ausprobieren wollen, auch tatsächlich dafür spezielle Fahrzeuge im Reisemobil- und Wohnwagenbereich. Ja, vielen, vielen Dank, Marcel, Asmus. Bis denne. Tschüss. Danke, tschüss.